Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem kurzen kleinen Video hier zu dem Thema Initio im Oberpollinger München. Denn wir haben hier wirklich ein sehr, sehr schönes Pop-up aktuell zu dem neuen Duft Narcotic Delight. Und ich dachte mir, dass es da wirklich gut wäre, wenn wir einfach mal über die frühlingstauglichen Düfte von Initio sprechen. Weil Initio ja eigentlich ein Haus ist, was eher so diese fruchtigen, süßlichen Düfte hat. Aber wir haben tatsächlich auch ein paar richtig coole, frischere Düfte im Angebot. Oder frischere, wohl eher die frühlingstragbaren. Und dann natürlich jetzt ganz besonders der neue Narcotic Delight. Wirklich ein sehr, sehr schöner Duft mit Cognac, mit rauchigen Noten und vor allen Dingen mit einer wunderschönen Kirsche am Anfang. Ist ja der neueste Zugang und tatsächlich, dadurch, dass er nicht so extrem süß ist, ein sehr, sehr toller Duft auch, sobald es ein bisschen wärmer wird. Also kann man witzigerweise auch bei Temperaturen tragen, die ein bisschen höher gehen. Was ich persönlich aber ehrlich gesagt für den Frühling und Sommer auch ganz besonders toll finde, sind natürlich so Sachen wie Rehab. Rehab als wirklich sehr würziger Duft, auch mit ein bisschen Lavendel und vor allen Dingen, ich würde fast schon sagen, so eine Art Spicebaum-ähnlichen DNA, nur eben auf Nische getrimmt. Als Extrait de Parfum auf der einen Seite extrem lange haltbar, aber eben durch diese würzigen und lavendeligen Noten auch sehr, sehr schön eben für den Frühling und Sommer. Ich finde, das ist ein Duft, auf den man unfassbar häufig angesprochen wird. Fast noch ein bisschen häufiger als auf die anderen so, aber das ist wirklich, finde ich, wirklich eine tolle Empfehlung für Frühling und Sommer. Je wärmer wir dann werden, desto mehr, finde ich, spielt auch das Thema Musk Therapy eine Rolle. Ein eigentlich sehr, sehr sauberer, reiner Duft, der gar nicht so viele Duftnoten, sage ich jetzt mal, hat, sondern eher mit so einer fruchtigen und ich finde immer so leicht Solero-Eis-artigen Note aufwartet. Und dieser Duft wird vor allen Dingen für die Leute spannend sein, die sonst eher Probleme haben mit zu schweren Düften. Also wenn zum Beispiel euer Partner, eure Partnerin Probleme hat mit normalerweise zu schweren Düften, ist Musk Therapy eine tolle, tolle Idee. Denn der ist auf der einen Seite natürlich auch wieder ein Extrait de Parfum, also sehr, sehr stark und hoch konzentriert, fällt aber nicht negativ auf und ist eigentlich so, wenn man sich jetzt mit Leuten abgibt, die den tragen, sehr verträglich für Leute, die auch Probleme mit zu starken Düften haben. Bevor ich dann noch zu einer besonderen Empfehlung komme, sage ich jetzt mal, die mich auch selber tatsächlich überrascht hat, möchte ich noch zu dem Side-Effekt kommen. Das ist wirklich so der Top-Seller von Initio aktuell, also der, den die meisten Leute aktuell nachfragen. Ist echt ganz witzig, dass letztes Jahr war das eigentlich Rehab und letztes Jahr hatten wir quasi so Rehab als Nummer 1 und aktuell ist das wirklich Side-Effekt mit Zimt, mit Rum, mit Tabak, also auch ein Duft, der so einen gewissen alkoholischen und ja, würzigen Charakter hat, aber tatsächlich auch bei um die 20 Grad noch tragbar ist. Und natürlich ein sehr, sehr starker Duft, vor allen Dingen für so Date-Situationen, wenn man abends rausgeht. Wirklich sehr, sehr schön, der Side-Effekt. Und ja, wer Wert legt auf Hype-Düfte, ist mit dem auf jeden Fall sehr, sehr gut beraten. Gut, und der letzte auf der Liste ist dann der Paragon, wo ich sagen muss, das ist ein Duft, der hat mich wirklich überrascht, denn ich habe den am Anfang echt so ein bisschen unterschätzt und von der Bettkante fast schon gestoßen, um das mal so auszudrücken. Aber tatsächlich habe ich den dann eine ganze Zeit lang auf der Haut gehabt und habe gemerkt, so im Laufe des Tages, okay, irgendwie kommt der immer und immer wieder. Und ich dachte am Anfang, dass der nicht hält, weil ich ihn auf dem Teststreifen nur hatte. Aber sobald er auf der Haut ist, mit der Wärme, entwickelt er wirklich sehr schön und wird vor allen Dingen auch dann nach mehreren Stunden auch immer noch stärker und zeigt auch nochmal neue Seiten. Und hier haben wir eben Bergamott, Salbei und Lavendel als Hauptduftnoten, also wirklich sehr fruchtig und wahrscheinlich auch so der frühlingshafteste Duft im klassischen Sinne von dieser gesamten Initio-Reihe. Also den bitte auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Der hat zwar am Anfang ja vielleicht so ein bisschen wird so ein bisschen unterschätzt, aber je länger der auf der Haut kommt und vor allen Dingen, wenn man den auf der Haut trägt, wirklich sehr, sehr schön. Gut, jetzt kann ich an der Stelle noch sagen, kommt uns gerne besuchen im Oberpollinger natürlich. Wir haben nicht nur das Initio-Pop-Up, sondern ab nächster Woche, also nach Ostern, wird es auch ein wirklich sehr schönes Perseus-Pop-Up von Parfum de Mali geben. Also auf jeden Fall mal vorbeischauen, hier ein paar Düfte schnuppern und wirklich euren neuen Favoriten finden. Das war es soweit mit diesem Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, bis dann, euer Kai.